Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich um das Thema, welches iPad soll ich kaufen? Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Wir haben die Wahl der Qual. Ihr seht hier einmal das iPad Mini mit 8,3 Zoll, ist die sechste Generation, 500 Nits hell. Das große ist das iPad Pro 12,9 mit in der Spitze 1600 Nits mit dem M2-Chip. Das 11 Zoll Modell aus der Generation, das ist glaube ich ist die vierte Generation, hat nur 600 Nits, hat auch nur LCD, kein Mini-LED wie mit dem M2-Chip. Hier vorne haben wir 11 Zoll, das iPad Pro mit dem M4-Chip und in der Spitze 1600 Nits, in SDR 1000 Nits. Also das ist schon echt hell. Dann ist die Frage, welche Größe? Achso, dann habe ich noch die 10. Generation, das 10,9 Zoll vergessen mit 500 Nits. Dann gibt es noch das iPad Air mit 11 Zoll mit 500 Nits mit dem M2-Chip und das 13 Zoll mit 600 Nits. Ja, das ist die Wahl der Qual. Denn was für ein Zubehör brauche ich? Will ich das überhaupt haben? Hier ist der Apple Pencil 2 und hier ist der Apple Pencil Pro. Die funktionieren klar nicht auf allen Geräten. Der Apple Pencil 2 funktioniert mit dem iPad Pro mit dem M2-Chip und mit dem iPad Mini der sechsten Generation. Funktioniert auch wunderbar. Alle Geräte bei mir sind mit Zellular. Brauche ich das? Der Apple Pencil Pro funktioniert nicht nur mit dem iPad Pro mit dem M4-Chip und mit dem iPad Air. Dann gibt es noch die Magic-Tastatur. Das ist jetzt die erste Generation für den. Das ist na klar für mein iPad Pro 12,9 mit dem M2-Chip. Liegt bei 399 Euro. Für das aktuelle iPad Pro der gleiche Preis. Gut, hat eben zwar die Funktionstasten hinzubekommen. Oben ist Aluminium, sieht also noch hochwertiger aus. Ist die Frage, was nutze ich? Wofür nutze ich das? Ich nehme jetzt mal das iPad Mini. Ich nutze es, wenn ich mit der Drohne fliege, weil ich dann ein schönes Display habe und habe dann alle Features. Das iPad Pro benutze ich dann klar zum Arbeiten, mal mit der Tastatur und mal ohne der Tastatur. Es kommt immer darauf an, was will ich, was möchte ich. Studiere ich? Nutze ich das beruflich? Lehrkräfte? Brauche ich das für meine Ausbildung und so weiter und so fort. Was möchte ich damit machen? Möchte ich auch schneiden? Wie gesagt, ich nehme jetzt mal das iPad Pro 12,9 Zoll. Da habe ich schon mal dieses Final Cut Pro, die Tablet-Version, ausprobiert. Sie ist nicht schlecht, für mich ist sie aber nicht geeignet. Es gibt sicherlich YouTuber oder auch andere, für die das geeignet ist. Bei der Vorstellung vom iPad Pro mit dem M4-Chip, wenn man das richtig verstanden hat, dann gab es erst die Final Cut Pro 2 Variante, die ist aber noch nicht draußen, auch bei der Logic Pro 2 gibt es denn. Ich konnte sie jetzt noch nicht testen. Klar, gibt es ein paar Features, die man auf dem Tablet machen kann. Ich nehme jetzt mal mit dem Apple Pencil oder Apple Pencil Pro. Ich kann ins Video was Handgeschriebenes machen. Das kann ich ja klar auf einem iMac oder MacBook Pro nicht machen. Fragen über Fragen. Mich würde mal interessieren, wofür würdet ihr das nutzen? Welche Größe? 8,3, 10,9, 11 Zoll oder 13 Zoll oder 12,9, die alte Variante. Obwohl das neue iPad Air mit dem M2-Chip ist auch regulär nur 12,9. Worauf legt ihr Wert? Bei dem
iPad Pro mit 12,9, da habe ich 1 Terabyte Speicher und habe dadurch 16 GB Arbeitsspeicher. Bei dem iPad Pro mit dem M4-Chip mit 256, ich habe jetzt hier nur die Basisvariante, habe ich nur 8 GB Arbeitsspeicher. Auch hier ist die Software noch nicht ausgereizt. Ob das jetzt nun iPad OS ist oder auch die Apps dazu, das wird noch nicht so richtig genutzt. Also der M2-Chip reicht locker. Also ich weiß von einigen, ja, die haben noch den M1-Chip noch drin und können damit richtig gut arbeiten. Hier finde ich es persönlich schade, aber gut, das ist na klar jedem selbst überlassen. Mir würde hier hinten die zweite Kamera fehlen, die ich bei dem M2 noch habe. Andere nutzen auch den LiDAR-Scanner. Gut, gibt es in beiden. Aber ich nehme jetzt mal Makler oder auch Architekten, die nutzen auch oft die zweite Kamera. Also, ob die jetzt schon umschwenken mit dem M4-Chip, weiß ich noch nicht. Aber das macht jeder für sich selber aus. Nutze ich überhaupt generell die Kamera am Tablet? Nutze ich mir das am iPhone oder habe andere Geräte? Also hier hat man wirklich viele Fragen, wofür ich das nutzen möchte. Und wir brauchen uns gar nicht drüber unterhalten. 120 Hertz in der Spitze, ob das nur mit dem M2-Chip ist oder jetzt auch mit dem M4-Chip, ist richtig, richtig gut. Also das ist ein schönes und das ist ja nun Mini-LED und hier ist ja nun das OLED, auch beim 11 Zoll. Hier sind natürlich auch richtige Schwarzwerte. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und alles, was schwarz ist, ist aus. Das heißt, ich brauche natürlich auch weniger Strom. Also ich habe noch nie die 10 Stunden geschafft. Also der Akku hat vielleicht bei mir 8 Stunden gehalten, wenn es hochgekommen ist. Aber wie gesagt, das kommt auch mal darauf an, wie nutze ich das, wie hell ist das? Möchte ich auch die Nanotexturbeschichtung benutzen, dann brauche ich natürlich Minimum 1 Terabyte, was nicht schlecht aussieht. Also ich will es nicht schlecht reden, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren schreiben würdet, welches Tablet ihr euch vorstellt oder schon habt und ob da euch was fehlt. Ja, das würde mich mal echt interessieren. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein. Die Produkte verlinke ich euch in meiner Videobeschreibung und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr die Links dazu benutzen würdet und das eine oder das andere Produkt kaufen würdet, dann würdet ihr den Kanal unterstützen, sodass ich auch in Zukunft wieder schöne, tolle Videos produzieren kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Euer Tech Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.